Ja, 2003, als ich meinen Bein verloren habe, wusste ich nicht, was mich erwartet. Aber wenn man mich heute mal fragen würde, ob ich die Zeit zurückdrehen möchte, dann müsste ich Nein sagen. Nein, weil mich mein Unfall nicht eingeschränkt und nicht behindert hat, sondern er hat mich eher beflügelt, genau das zu tun, was ich immer tun wollte. Ja, hier in Deutschland leben rund 83 Millionen Menschen. Und 7,8 Millionen Menschen davon haben offiziell eine körperliche oder geistige Behinderung. Auch wenn nur knapp 9% der gesamten Republik offiziell behindert sind, passt folgende Aussage zu jedem. Lass dich nicht behindern. Denn es geht hierbei gar nicht um eine klassische Behinderung, so wie ich sie habe, sondern es geht vielmehr darum, sich im Leben keine fremdbestimmten Grenzen setzen zu lassen. Kurzum, sich nicht hindern zu lassen, seine Träume, Ziele und Visionen zu erreichen. Und ich freue mich heute tierisch, bei euch zu sein, nochmal gemeinsam meinen Weg zu gehen vom Tag meines Unfalles, zurück zum Sport bis hin zu dem, was uns Menschen hilft, im täglichen Leben mit schweren Situationen umzugehen. Meine Geschichte startet 2003, am 10. August. Ich war gemeinsam mit meiner Familie in der Nähe von Würzburg, direkt am Main beim Campen. So, meine Eltern hatten wir schon ein Motorboot, also stand ich auf den Wasserskiern, auf dem Wakeboard und so auch an diesem Tag. Es war ein schöner Sommertag in den Sommerferien, also wollte ich unbedingt nochmal raus aufs Wasser. Den Wunsch erfüllte mir mein Vater und gemeinsam mit der Familie sind wir dann losgefahren. Ich hing so wie auf dem Bild hier hinter dem Motorboot und nutzte die Heckwelle für den ein oder anderen Sprung. Bei einem dieser Sprünge verlor ich das Gleichgewicht und stürzte ins Wasser. Grundsätzlich nichts Ungewöhnliches, ich schaute zu unserem Zugboot und dachte, die drehen es einfach um und holen mich wieder ab und auf einmal sehe ich, dass alle wild gestikuliert haben. Ich drehte mich also um und da sah ich ein fremdes Boot direkt auf mich zusteuern. Wenige Sekunden habe ich noch versucht, aus der Fahrtrichtung rauszupaddeln, aber ich hatte keine Chance. Der Sog des Motorbootes zog mich unter das Boot und der Propeller des Motors hat mein Bein getroffen. Der nächste Moment, an den ich mich erinnern kann, war, als ich im Wellengang lag und das Wasser rot gefärbt. Dann ging aber alles ganz schnell. Meine Familie hat perfekt reagiert. Sie haben mich aus dem Wasser rausgezogen, mich aufs Boot gebracht und ganz schnell das Bein abgebunden. Und ich habe natürlich die starke Verletzung gesehen, aber in diesem Moment war es für mich unglaublich hart, auch meinen Vater mit zitternder, mit unruhiger Stimme zu hören. Das war für mich der Moment, wo ich realisiert habe, dass hier ist wirklich ernst gerade. Ich kam dann ins Krankenhaus und die Ärzte haben noch versucht, nach einer mehrstündigen OP meinen rechten Unterschenkel zu retten. Aber nach 3 Tagen bekam ich eine Blutvergiftung, die Nieren haben versagt und meine Mutter musste mir wohl die schwierigste Mitteilung machen. Und sie stand unter Tränen neben meinem Bett und sagte zu mir, dass mein Bein amputiert werden muss. Das nächste, als ich mich erinnern kann, war, dass ich vom Piepen und Surren der Geräte aufgewacht bin. Und ich denke, viele von euch kennen das. Wenn ihr morgens aufwacht, dann schaut an euch runter und die Bettdecke ist ausgefüllt bis zum Fußende. Und an dem Tag war es anders. Es war anders als die letzten 14 Jahre. Ich schaute an mir runter und auf der rechten Seite lag die Bettdecke flach auf der Matratze auf. Und das ist der Moment, wenn man wirklich realisiert, dass es gerade echt passiert ist. Ich habe mir also in der folgenden Zeit viel Gedanken gemacht zu dem, wer ich bin und was ich jetzt noch machen möchte, weil der sportliche junge Kerl aus dem Spiegel, der war irgendwie verschwunden. Und ich hörte oft so Worte wie behindert. Oder meine Eltern haben sogar irgendwann einen Schwerbehindertenausweis beantragt. Und ich wusste damals nicht viel, aber das war es nicht, was ich sein wollte. Später in der Reha ging es dann weniger um die Behinderung, schon gar nicht über Schwerbehinderung, sondern es ging mehr darum, um die Besonderheiten der Menschen, also um die besonderen Anforderungen der Patienten vor Ort. Und das Wort gefiel mir deutlich besser. Wenn man sich das mal anschaut, was ist Besonderheit? Das ist ein spezielles, meist positives Merkmal, das für etwas typisch ist. Klingt besser als Behinderung, oder? Definitiv. Und so ist es doch mal. Wir haben alle Besonderheiten, die uns auszeichnen. Der eine ist groß gewachsen, der andere etwas kleiner. Der eine trägt einen Bart, eine Brille, hat vielleicht Tattoos oder Piercings. Die Dame da hinten hat schönes, langes Haar und ja, der Herr hier vorne hat nicht mehr ganz so viel davon. Aber genau das ist das, was uns auszeichnet. Ob uns das manchmal gefällt oder auch nicht. Und in meinem Fall ist es so, dass die Beinprothese nun mal zu mir gehört.
In jeder Situation. Also es gibt natürlich Situationen, wo sie nicht unbedingt zu mir gehört. Wenn es im Flieger mal wieder ein bisschen eng wird im Fußraum, dann ist es super, das Ding einfach mal abzuschneiden und in den Vorsitz zu schieben. Aber es muss ja auch Vorteile haben, oder? Ja, in den Zeiten am Anfang habe ich oft gehört so Dinge wie, das wird nicht mehr klappen, lass das besser oder ja, dafür brauchen wir jetzt eine Alternative. Aber ich wollte, dass es wieder klappt. Ich wollte es nicht lassen und ich brauchte auch keine verdammte Alternative. Also stand ich im Winter wieder auf meinem Snowboard. Im Sommer danach stand ich auf einem Wakeboard und heute springe ich gegen die weltbesten olympischen Athleten. Mit 8,48 Meter springe ich sogar weiter als aktuell alle deutsche Athleten, was regelmäßig für rote Köpfe und schlechte Laune bei den Meisterschaften sorgt. Aber daran müssen sich die Jungs gewöhnen. 2018 gab es zudem auch noch zwei Weitspringer auf der ganzen Welt, die noch ein bisschen weiter gesprungen sind. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich einen von den beiden in 3 Wochen treffe. Das wird super. Um ein bisschen einen Eindruck von meinem Sport zu vermitteln, habe ich euch ein kleines Video mitgebracht. Das entstand auf Lanzarote im Trainingslager. Das geht nicht immer so langsam, wenn ich springe. Und das sind auch nicht ganz die 8,48 Meter. Die Grube wird hinten schon ein bisschen kürzer, das ist auch immer schön. Umso kürzer die wird, umso besser natürlich. Und für euer Verständnis, 8,48 Meter ist von diesem Geländer hier vorne bis zur anderen Seite. Das sind so knapp 8,48 Meter. Ja, danke schön. Vielen Dank. Ja, 2003, als ich mein Bein verloren habe, wusste ich nicht, was mich erwartet. Aber wenn man mich heute mal fragen würde, ob ich die Zeit zurückdrehen möchte, dann müsste ich Nein sagen. Nein, weil mich mein Unfall nicht eingeschränkt und nicht behindert hat, sondern er hat mich eher beflügelt, genau das zu tun, was ich immer tun wollte. Entgegen vieler Grenzen, die ich vielleicht auch damals selber gesehen habe. Und für mich auch der beste Beweis, dass selbst der schlimmste Tag in deinem Leben der Start von etwas ganz Besonderem sein kann. Aber was ist es denn jetzt, was Menschen widerstandsfähig macht, also psychisch widerstandsfähig? Wir haben das Wort heute schon einmal gehört, in einem anderen Kontext. Es ist Resilienz. Resilienz bedeutet psychische Widerstandskraft. Und Resilienz kommt ursprünglich gar nicht aus der Psychologie, sondern es gibt in verschiedenen Gewerken, wir haben es vorher im digitalen Kontext gehört, es kommt auch aus der Materialwissenschaft. Also ein resilientes Material kann ich elastisch verformen und es kommt in die Ausgangsform wieder zurück. Stell dir vor, ihr habt einen Schwamm in der Hand. Ich habe meinen Schwamm mal mitgebracht. Und den Schwamm kann ich elastisch verformen. Ich kann ihn so drücken, ich kann sogar auf ihn mal rumtrampeln und er kommt immer wieder in seine Ausgangsform zurück. Also eine hochresiliente Ente. Und viele würden jetzt sagen, okay, resiliente Menschen sind vielleicht gefühlsarm oder emotionslos. Aber das stimmt nicht. Natürlich zeigen auch resiliente Menschen Gefühle, Emotionen bei Trauer, bei Schicksalsschlägen oder einfach mal auch bei schlechten Tagen. Sie schaffen es aber dann, nach dieser Verformung, sich schneller wieder auf die positiven Dinge im Leben zu fokussieren und wieder in die Ausgangsform zurückzukehren. Und wir kennen es doch alle, im Alltag ist es schon so, ich stehe gar nicht gerne früh auf, da habe ich schon den ersten Klick in meiner Ente. Dann kommt noch ein bisschen Stress dazu, dann kommt der zweite Klick in meine Ente und irgendwann am Ende des Tages sehe ich dann vielleicht so aus. Und wenn man es dann nicht mehr schafft, in seine Ausgangsform zurückzukehren, dann landet man hier vielleicht irgendwann mit Burnout. Resilienz hat 7 Säulen und 3 möchte ich euch heute gerne vorstellen. Die erste Säule ist die Impulskontrolle. Und ich glaube, wir alle sind manchmal impulsiv. Der eine mehr, der andere vielleicht ein bisschen weniger. Aber vor 2 Jahren war ich mit meiner Freundin auf dem Weg nach Monaco. Ich war eingeladen und nominiert für den Laureus Award, der wohl ja, größte Sport-Award mit den Stars aus Formel 1, Tennis und den Fußballclubs der Welt. Wir uns beide tierisch gefreut auf den Abend. Sie hat sich ein neues Kleid gekauft, ich mein Smoking angepackt und los ging es Richtung Monaco. Am Gepäckband, ich hatte meinen Trolley schon in der Hand und ihr könnt euch vorstellen, was ist passiert. Natürlich kam das Gepäck meiner Freundin nicht an. Alles kein Problem, die Airline sicherte uns zu, 2 Stunden vor der Veranstaltung wird das Gepäck da sein. Also hatten wir noch einen schönen Tag in Monaco, bis 1,5 Stunden vor der Veranstaltung die Nachricht kam. Ihr Gepäck kommt heute leider nicht mehr an. Ihr könnt euch vorstellen, wie meine Freundin reagiert hat. Mit nichts als der Handtasche saß sie nun mit mir im Hotelzimmer in Monaco. Und ja, für sie war der Abend schon vorbei.
Jetzt weiß ich, man darf die Handtasche einer Frau nie unterschätzen, aber ein Abendkleid, High Heels und das volle Sortiment an Make-up, das gab auch ihre Handtasche nicht her. Gut, sie warf sich, ihr erster Impuls war, sie warf sich unter Tränen aufs Bett, weil der Abend war schon gelaufen für sie. Und ich schaute auf die Uhr und es war noch anderthalb Stunden Zeit, also genug Zeit, um ein neues Outfit zu besorgen. Also nahm ich sie an die Hand, wir sind los, raus aus dem Hotel und wer war schon mal in Monaco von euch? Der eine oder andere? Die meisten wissen dann vielleicht, wie es da aussieht für die anderen. Wir sind aus dem Hotel rausgekommen und dann waren direkt für die Läden so Prada, Gucci, Versace. Und das war der Moment, an dem mir die Tränen kamen. Naja, wir haben noch ein schönes Kleid und schöne Schuhe gefunden und hatten anschließend einen schönen Abend, ohne dass meine Kreditkarte allzu sehr leiden musste. Aber das ist die erste Säule von Resilienz, die Impulskontrolle. Seine eigenen Impulse im Griff zu haben und lösungsorientiert und handlungsfähig zu bleiben. Das zweite Thema ist die Emotionssteuerung. Für uns Sportler ist es extrem wichtig, die Emotionen im Griff zu haben, weil wir haben oft nur eine einzige Chance. Die Olympischen oder Paralympischen Spiele sind alle 4 Jahre. Ich habe für mich eine gute Möglichkeit gefunden, über eine Ankertechnik, das ist bekannt aus dem NLP, mich vor dem Wettkampf in eine gute Stimmung zu bringen. Das heißt, ich habe eine Playlist, es sind genau 3 Songs drauf, die wurden über die letzten Jahre auch nicht verändert. Und mit denen verbinde ich was ganz Besonderes, einen starken Moment, eine starke Situation, die mir einfach positiv gut auflädt. Also kann ich mit einer positiven Stimmung in den Wettkampf gehen. Hat bisher ganz gut funktioniert, aber natürlich kann es auch mal sein, dass es im Wettkampf nicht so läuft wie gedacht. So geschehen 2011 bei den Weltmeisterschaften in Christchurch. Eine Teamkollegin von mir reiste als Weltrekordhalterin an und somit natürlich klare Goldmedaillenfavoritin. Im Weitsprung ist es so, wir haben 6 Versuche und beim 2. dieser 6 Versuche sprang ihre Konkurrentin genau 7 Zentimeter weiter. Grundsätzlich kein Problem, wir saßen auf den Tribünen und haben uns das angeschaut, wir kannten unsere Kollegin, wir wussten, im Training ist sie das schon einige Male gesprungen, das hat sie auch drauf. Aber in dem Moment ist es passiert. Ihr lief die erste Träne über die Wange und in dem Moment war der Wettkampf für sie zu Ende. Wir wollten dann runter zu ihr, haben versucht, sie noch zu motivieren, aber sie entgegnete mit Aussagen wie, wenn das heute nicht klappt, was wird meine Familie denken? Was werden meine Sponsoren sagen oder vielleicht fliege ich sogar aus der Förderung oder aus dem Kader raus? Das sind alles unglaublich negative und lähmende Gedanken, obwohl der Wettkampf gerade erst angefangen hat. Henry Ford hat das schon einmal sehr, sehr gut zusammengefasst. Er sagte, whether you think you can or you think you can't, you're right. Ob du also daran glaubst, es zu schaffen oder nicht daran glaubst, du wirst recht behalten. Und an dem Tag behielt sie recht. Also das zweite ist die Emotionssteuerung. Ein Wettkampf, eine wichtige Präsentation oder eine wichtige Verhandlung ist erst vorbei, wenn du auf dem Weg nach Hause bist. Also immer den Fokus auf das Positive lassen und nicht zulassen, dass die negativen Gedanken dir in den Kopf kommen und dein Handeln lähmen. Kleine Randnotiz, sie hat übrigens danach noch eine hervorragende Karriere hingelegt, also ja, Resilienz ist in dem Fall auch sehr positiv und auch lernbar. Das dritte ist die Zielorientierung. Und das ist der Klassiker so an Silvester, so sich die Ziele zu setzen, ich möchte mit dem Rauchen aufhören, ich möchte mehr Sport treiben, ich möchte abnehmen. Und das sind alles gute Ziele. Aber viel wichtiger ist doch das Warum. Also warum möchte ich genau dieses Ziel erreichen? Und ein Warum auf die Frage könnte vielleicht sein, weil ich meinen Kindern oder meinen Enkelkindern länger erhalten bleiben möchte. Also wenn das Warum stark genug ist, kommt das wie von ganz allein. Mein Warum war am Anfang sowas hier. Und ich glaube, für einen Sportler gibt es nichts Schöneres, als nach einem Wettkampf auf dem Siegerpodest ganz oben stehen zu dürfen, so eine Medaille umgehangen zu bekommen und die Nationalhymne zu hören. Und da kriege ich, wenn ich heute drüber spreche, noch Gänsehaut. Dankeschön. Vielen Dank. Natürlich ist es auch nach wie vor noch mein Ziel, aber mittlerweile haben sich die Ziele auch ein bisschen verändert. In Zeiten von Diskussionen über Vor- und Nachteil mit Beinprothese in gemeinsamen Wettkämpfen zu starten, kämpfe ich mittlerweile für Inklusion im Leistungssport. Ich kämpfe dafür, dass Menschen mit und ohne Handicap auf Augenhöhe sich begegnen, dass wir gemeinsame Wettkämpfe machen und dass sich die olympischen und paralympischen Athleten näher kommen.
Und ein weiteres großes Ziel von mir ist natürlich auch, jungen Menschen einfach eine Perspektive zu zeigen. Möglichkeiten aufzuzeigen, was man in seinem Leben trotz Schicksalsschlag noch erreichen kann. Und hier geht es nicht um Medaillengewinn, sondern hier geht es darum, dass man ja, sich keine fremdbestimmten Grenzen setzen lässt. Und dazu möchte ich euch einen kleinen Jungen vorstellen. Sein Name ist Elias. Er ist 11 Jahre alt und er ist einer der Kinder, die ich in meinem Beruf mit Prothesen versorge. Eines Tages kam er zu mir, wir haben gerade die neue Prothese angepasst, und er flüsterte mir ins Ohr, er hat einen ganz speziellen Wunsch an Karneval, so ein spezielles Karnevalskostüm. Und mit einem großen Grinsen habe ich ihm natürlich diesen Wunsch erfüllt. Sieht er nicht toll aus? Mit dem Kostüm war er nicht nur der Star auf seiner Karnevalsparty, sondern ist er auch der beste Beweis, dass man sein Schicksal nicht immer ganz so ernst nehmen muss. Und bei einem Interview haben seine Eltern einmal gesagt, dass das, was ich tue, das, was andere Sportler tun, dass das für ihn in den schlechten Zeiten eine große Motivation ist. Und wenn ich ehrlich bin, weiß ich gar nicht, wer für wen die größere Motivation ist. Weil wenn ich mich frage, warum ich das mache, jeden Tag trainieren, der Verzicht, ja, wenig Freizeit, dann ist er ein Teil der Antwort darauf. Also die dritte Säule ist die Zielorientierung, dass man einen guten Sinn in seinen Zielen findet, weil das ist die beste Motivation. Also am Ende des Tages ist Resilienz die Fähigkeit, seine Einstellung, seine Haltung und seine Perspektive zu kontrollieren und zu steuern. Also lasst euch nicht von euren eigenen Impulsen oder von anderen unter Druck setzen, kontrollieren oder manipulieren. Kurzum, macht's so wie Elias oder die kleine Ente hier. Seid resilient und lasst euch nicht behindern. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Markus Rehn! Vielen Dank. Dankeschön. Ja, super. Vielen Dank. Danke. Danke.